Ja, du weißt doch, Tuan hat mich zu einem reichen Mann gemacht. Wir müssen auf jeden Fall auch noch ein größeres Auto für Entführung kaufen. Ey, Digga, der ist komplett wahnsinnig geworden. Hallo. Ey, du! Klaumann! Warum du mein Auto voll lammen? Ey, das war aus Versehen, wirklich. Okay, hier ist die Warenübergabe. Was geht ab, Jungs? Ich muss schon mal sagen, sehr, sehr korrekt, dass ihr zuverlässig seid, ja? Ihr lasst auf jeden Fall nicht warten. Dann würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verschwenden, dann zeigt die Geräte her. Wir wollen hier einfach übernehmen, Digga. Wir machen hier unsere eigene Gang. So ein Ding ist das. Habt ihr schon einen Namen für eure Gang? Paul Berger. Salam alaikum, mein Name Ton. Was da los, Leute? Was da los? Wir sind in GTA 5 drin. Oh mein Gott, Alter, ich hab richtig Bock, Mann. Ey, ich bin halt hier noch komplett lost. Ihr könnt sehen, ich habe kaum Geld, nur 1300 Dollar. Max? Hä? Hallo? Jetzt komm mal hier. Hallo? Ja, Max, was geht? Ich bin Tuan da. Wer bist du? Tuan. Tuan? Tuan, listig! Wer ist denn Tuan? Tuan! Tuan? Du hast mich 8 Mal angerufen. Sag heute, du komm hier in Los Santos aus, schön Urlaub machen. Ich soll abholen kommen. Ja, du bist Tuan, okay. Yeah, du bist bestellt. Okay, Tuan. Ja, gut, steig ein, alles gut, Tuan. Du Tuan? Ja, ich bin noch voll neu hier, Tuan. Ja, gar kein Problem. Können wir mir erstmal neue Klamotten holen, weil ich sehe noch ein bisschen schmutzig aus. Du siehst aus wie ein Gelingverdiener. Ändern. Gelingverdiener. Okay. Schade, dass ich hier als Geringverdiener betitelt werde. Was soll ich machen? Ich hab ein Standard mit Kollegen, du weißt. Gut, ja, dann lass erstmal Klamotten kaufen. Okay, und seit wann bist du hier in der Stadt? Mein Großvater hat das mit aufgebaut. Leiharbeiter, aus Vietnam hingeholt. Okay, korrekt. Abschnallen nicht vergessen, ne? Ja, ich hab mich abgeschnallt. Ey, komm mal, da vorne wurde einer abgestochen. Uha. Ey. Hallo, ey. Wow, ey. Hey, yo, warum machst du hier Messerstecherei? Ach, du Scheiße. Was passiert? Hallo? Wie bitte? Warum hast du den abgestochen? Also, das ist ein Freund von mir und der ist schon bewusstlos, aber der hat gerade Probleme, deswegen muss ich den kurz schlagen. Der hat ein Vein aufgemacht, damit es wegen Schmerz Bewusstlosigkeit weggeht. Ja. Yeah. Okay. Also ich steche meine Freunde nicht ab. Ich auch nicht. Also, der ist ja schon bewusstlos, so deswegen. Ja, dann so den umbringen. Wann meinst du, musst du die Polizei rufen? Der hatte... Nein, bitte nicht. Alles gut. Wir sind Motorrad gefahren. Aha. Und der ist gegen den, dieses gelbe Wasser, wie nennt man das? Den Hydranten. Hydranten, ja, genau. Okay. Wir sind gegen den Hydranten gefahren und der hat sich den Kopf angeschlagen. Er ist bewusstlos und der hat... Ja, ich hol ein Medic, ja? Alles gut. Ja. Bewusstlos und dann abstechen. Okay, ja, holt Medic. Gut, geh mich mal umziehen. Ja. Alter, Digga. Willst du mal ein bisschen Auto fallen? Ja, gerne. Ich fahr gerne Auto. Boom. Okay. Tuan, sei ehrlich. Wenn du mich so auf Straßen sehen würdest und du auf Männer stehen würdest, würdest du mich ansprechen? Also, ich sag ehrlich, ich würde nach der ICQ-Nummer flaggen. Korrekt ist korrekt. Ey, Tuan, kannst du mir mal zeigen, wo man hier Autos kaufen kann, wo hier Autohändler ist? Ja. Ich brauche auf jeden Fall ein eigenes Auto. Alter, was ist hier los? Ja, hier Klankehaus, wenn du habe jetzt Schmerzen, Probleme, komm hier hin. Ey, ich sehe auch echt coole Autos. Ey! Ich fahr mal hinterher. Ey, Digga, der ist komplett wahnsinnig geworden. Hallo. Ey, du! Klaumann! Warum du mein Auto voll lammen? Ey, das war aus Versehen, wirklich. Hier kein Auto kaufen. Okay, jetzt. Oh, Alter. Warte, ich parke hier ein bisschen. Warte, da ist mach ein Motorrad weg. Was ist das, ihr Lolla da hinten? Ihr habt ihr Akt. Mehr wert. Fahr weg. Komm, Vollgas, rückwärts. Vollgas. Weg damit. So. Also, das ist ein Parkplatz für ein Auto, nicht für ein Slotkalle. Ja, Digga, mit seinem kleinen Bummi-Roller. Da. Ja, ich sag dir wirklich, ey. Die mir gefahren mit 14. Haben du was Schönes gefunden, so? Nee, ich so, oh, warte, hier ist eine G-Klasse. Ich will so ein Real-Life-Auto, weißt du? So ist ein Lupa, du habe wolle. Ja, ich glaub, SMS, ich hab dafür 1-2 Kontakte. So, erstmal, ich geh mein Auto einpacken, ja? Ey, was ist denn hier los, ey? Nee, hier Absteppenhof. Guck mal hier, leg mal mit meinem Onkel mal. Okay. Schnall dich an, Tuan. Ich bin angeschnallt. Hab ich gesagt, Tuan besorgen? Hab ich nicht gesagt? Ja, aber Tuan, gehört der jetzt mir oder ist der jetzt deiner, komplett deiner. Keiner. Hey. Tut mir leid. Ey, wer bei Lamborghini Vorfahrt? Ja, er hat einfach jetzt schon einen Kratzer in mein Lambo gemacht. Ey, sei diese Frühlingslolle, ja? Hey, aber wie, du schenkst mir dir jetzt einfach, oder ich schenke dir, weil du ein Bruder bist. Alter, Ehren, Tuan. Vielen Dank, Digga. Ja. Ey, aber Tuan, ich muss den erstmal umlackieren, okay? Ich muss den hellblau machen. Okay, wo fahren wir jetzt hin, Tuan? Was ist da? Wir holen uns eine Waffe. Okay. Wir holen eine Waffe, damit wir diese...
diese Butterbinde von Typen, der Auto gelandet hat, mein Auto gelandet hat, mach ich kaputt. Ich sag dir ehrlich, Nächste, der kratzt an mein Lambo, macht den Nein, Todesurteil. So nein, Todesurteil. Ich sage dir wirklich, Lamborghini mehr angeregt wird als Minze. So, okay, Tuan, was kaufen wir uns hier alles? Baseballschläger, Messer? Entschuldigung, der Herr von der Yakuza, wissen Sie, wo hier ein Bankautomat ist? Bin ich von Yakuza. Ach so, Sie sind nicht von der Yakuza? Der ist ein Mann-Armee. Ey, Kollege, in Schwarzer, haben wir vielleicht $1,500? Weil ich muss uns zur Bank gehen. Ja, 1,500. Ja, ich weiß selber nicht. Ich bin gerade zwangs aufgewacht im Krankenhaus. Haben du gar nichts dabei? Max, wir geben nochmal 2.000 wegen des Steuern. Warte mal. Komm mal her. Ich geb dir Geld. Bankautomat, keine Ahnung. Ich glaube, der Schmalspur da hat kein Geld dabei. Ja, sorry, Mann. Da, ich geb dir 3.000. Spendable. Du weißt doch, Tuan hat mich zu einem reichen Mann gemacht. Flexen, das sind mir die sympathischsten Männer. Guck mal, jetzt hier habe ich Stedöf. Ja, gut, okay. Also, oha! Wie war dein Name? Skeletta? Ja, Lenny Skeletta, ja. Lenny, okay. Was du Macke Lenny hier so in Stadt? Was du Macke hier? Alles gut, wir haben uns beraten, wir vertrauen dir. Okay, cool. Was macht ihr hier so im Stadt? Übernehmen. Wir wollen hier einfach übernehmen, Digga. Wir machen hier unsere eigene Gang. So ein Ding ist das. Daily Sit. Habt ihr schon einen Namen für eure Gang? Paul Berger. Die Paul Berger Army oder was? Ja. Ja, kann ich da auch rein, in die Paulberger Army. Aber du entspann dich mal, da kommt nicht jeder rein. Wir sagen dir Bescheid, wir kontaktieren dich. Warte mal. Da kommt nicht jede Schmalspur rein in meine Gang. Ja, ich bin keine Schmalspur, Mann. Dann, du musst dich beweisen. Aber du ein Auto hier? Hier, komm mit. Bei uns kommen nur Leute ab 1 Million rein. Boah, Digga. Ansonsten ist man Schmalspur. Unter 1 Million Auto kommt man nicht rein. So ein Ding ist das. Boah, wohin? Wie laufen wir? Ja, pass auf, dass wir uns entführen wollen, ne? Der sagt, das Auto! Das Bobby kam XXL höchstens. Mit dem Auto will er bei uns in die Gang rein. Ja, guck mal, ich bin ehrlich, ich hab nicht viel, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Skaletta, du bist so arm, du zahlst nur 20% Steuern. Nein, Alter. Okay, weißt du, was wir machen? Lenny Skaletta, du bist jetzt so wie so eine Art Ospack. Wir haben dich jetzt auf dem Schirm und wenn wir dich jetzt brauchen, dann kontaktieren wir dich, okay? Du bist Anwärter, aber wir müssen da erstmal noch gucken, okay? Gib mir deine Nummer, Skaletta. Okay, ja. Dann ciao. Salam alaikum, grüß Gott. Ja. Alaikum salam. Ey, Digga, was macht der da an meinem Auto? Hallo? Ey, hör auf, meine Reifen platt zu stechen. Max, geh mal ein bisschen zur Seite. Hallo? Will der ihm hier gerade meine Reifen platt stechen oder was? Oh Gott, noch ein Gelingverdiener. Digga, ey, versuchst du hier gerade meine Reifen platt zu stechen oder was denn? Der Reifendruck ist nicht in Ordnung. Ich hab schon die Polizei verständigt. Das war echt, hätte gefährlich werden können. Digga, wenn du nochmal mein Lambo anfasst, dann fängst du dir eine. So ein Ding ist das einfach. Ich verstehe jetzt nicht. Warum der. Du kleine Motherfucker! Was du denn mit wem du hier reden? Das Max! Hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Du Geringverdiener, fass mein Lambo nicht an, Geringverdiener, Junge. Mit deinen schmutzigen Händen, haben einen Wert um 5% gesunken. Das sind 5,8 Millionen, die du zuldest. Eigentlich wollte ich die Luft rauslassen. Ja, pass mein Lambo nochmal an und wir tun deine Finger abschneiden. So ein Ding ist das. Wie ist dein Name? Karl. Okay, Karl, pass auf. Weißt du, was wir machen? Du fasst mein Lambo nicht mehr an, aber ich habe trotzdem Respekt vor dir, dass du die Eier hast, dich mit uns anzulegen. Weißt du was, Karl? Gib Juan deine Handynummer. Wenn wir Leute suchen, dann melden wir uns bei dir. Juan? Yes, Juan. Okay, Juan. Nicht Juan, Tuan. Oha, schade, dass er mit dabei ist. Warum haust du mich denn? Nick nochmal Namen sagen so. Das Ding ist. Er ist Tuan, nicht Juan. Ich habe das neueste Software-Update für mein Handy noch nicht gemacht. Irgendwie. Ich sehe mein Handy nochmal nicht, Digga. Ich finde meine auch nicht. Ja, also eigentlich, also irgend so ein Typ. Der hat gesagt, bei Profil auf dem Handy, ne? Bei der App und dann. Ich habe nichts finden, ne? Finde nun mal. Ja, da steht halt mein Kontostand, da ist halt echt wenig. Aber wie könnt ihr euch so einen Wagen leisten? Aber auch einen, wie findet ihr meinen? Also sieht gut aus. Sieht auch ist cool, schön, ne? Aber ich glaub, ist halt Lamborghini auf Wish bestellt, ne? Ja, wenn. Ne, das ist dein Auto? Das ist mein Wagen, ja. Für einen echten Lambo hat es halt nicht gereicht. Oh, jetzt, ihr habt Luftlaus. Au. Ey, warum, Alter? Ihr habt den Luftlaus gelassen, au. Ey, ich zu kämpfen. Noch mal an und ich knall dich ab. Jetzt hab ich. Ich will nicht kämpfen. Okay, sehr gut. Jetzt sind wir quitt. Hat jemand eine Nummer wegen dem Reifendings? Ich muss ja wegkommen. Hallo? Salam alaikum. Wollt ihr Waffen kaufen zufällig? Ja, was haben sie denn im Angebot? Wir haben AKs im Angebot. AKs, fresh? Du, endlich mal ein Mann mit Taten hinter dem Wort. Das ist ein Sündennamen. AK. Was kostet das für ein AK? Sagen wir mal 170.000. Das ist ein guter Preis. Sagen dir ehrlich, das ist ein guter Preis. Die Frage ist nur, wie gut sind diese Dinger? Du wissen? Die sind sehr gut. Können wir uns gleich verabreden für ein kleines nur testen? Das können wir machen, ja. Wo kann man sich am besten treffen? Also so, dass uns natürlich am besten nicht so viele Leute sind. Ich würde sagen, wir treffen uns Sandy Shores Gebiet. Alles klar, können wir machen. Sandy Shores bei dem Javas Airfield. Ja. Okay, machen wir. Alles klar, so in 4 Minuten, ja? Alles klar. Alles klar. Bis gleich, Jungs. Bis gleich. So. Okay, hier ist die Warenübergabe.
Was geht ab, Jungs? Konnichiwa. Was geht? Ich muss schon mal sagen, sehr, sehr korrekt, dass ihr zuverlässig seid, ja? Ihr lasst auf jeden Fall nicht warten. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verschwenden, dann zeigt die Geräte her. Mhm. Okay. Ich hab jemanden jetzt eine gegeben. Ich hab eine auf. Ja. Guck mal, okay, ja, dann okay. Die ist Sofa da. Baller mal auf Sofa. Ja, ich teste mal. Ich mach mal kurz Schusstest. Ist der Mikro, ist nicht, wenn irgendwas tieren sollte. Munition? Macht ihr die selber? Nein, ja. Wir haben die auf, also ich habe meine gekauft, seine selber gemacht. Ja, meine selber. Mhm. Okay. Ja, hat sich schon gut angefühlt, aber was war der Preis nochmal? 170.000. Wir können natürlich auch noch ein bisschen runtergehen, aber das ist so normal. Ja, das Ding ist halt 170, ne? Das, also das, wir wollen halt eine Gang gründen. Das heißt, wir würden auch auf Masse holen. Und wenn ihr gute Angebote macht, auch zukünftig sind wir gute Kunden. Und ich weiß halt auch nicht so, ob die halt wirklich original aus Russland sind. Also da müssen wir auf jeden Fall noch Preis ein bisschen entgegenkommen. Okay, Toran, komm kurz Seite, wir bereden. So, Jungs, ja. Wir haben uns beraten, wir würden gerne 3 Stück kaufen, 3 AKs. Okay. Aber damit sich das eben auch lohnt für uns und wir sind noch frische Gang, wir haben nicht so viel Geld, würden wir gerne pro AK 120 zahlen, also insgesamt 360 für euch. Okay, das können wir so machen.